15.06.2024, der Fühlwiese in Kreuzweingarten beim Römerkanal Volkslauf. Dann habe ich die Leonie. Hallo. Wer sich wundert, dass heute ein großes Zelt mitten auf dem Platz steht, das liegt daran, dass der TuS Kreuzweingarten Räter an diesem Wochenende sein 100-jähriges Bestehen feiert. Und das nächste Event wird auch schon angekündigt. Hier wird heute Abend gefeiert. Und die Tombola gibt es auch in diesem Jahr. Da kommen die 4,6 Kilometer. Ja, super. Und wieder die ganze Familie komplett. Ja. Das ist immer noch die 4,6. Jetzt geht's auf die große Runde. Wie ich den Windschatten abreißen lassen.
Das war der erste, der ja nicht, oder? Jawohl. Der Jan als Erster. Mann, oh Mann, wie toll. Super, Jan. Guck mal. Der Cedric als Zweiter. Das war ein Hans-Lauf-Zeichen. Jan, herzlichen Glückwunsch. Cedric auch. Hier kommt der Posten rein. Hier brauche ich nicht knipsen, hier macht der Peter vernünftige Bilder.
Oh, da habe ich ja Glück, dass hier ein Foto gemacht wird. Da hinten. Ja. Da sind wir durch. Wunderbar. Jawohl. Da komme ich jetzt entgegen. Ja.
Wunderbar klare Sicht. Ganz hinten im Hintergrund kann man das Siebengebirge sehen. Ja. Haben wir dann noch bestimmt eine Stunde weiter gequatscht? Ich erwähnte, dass es heute ziemlich windig ist, aber das hat man jetzt nur hier oben auf dem Stück. Natürlich laufgerecht aus Gegenwind, aber die Strecke ist ja weitgehend im Wald, da seid ihr ja ganz gut geschützt. Aber gerne.
Sieht gar nicht so steil aus, ne? Aber nach der dritten Runde spürt man das. Prima. Super. Gehen wir jetzt zwei. Prima. Die erste war eleganter. Ja, das bleibt nicht aus bei der Strecke. Letzte Runde. Prima. 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 Jürgen, prima. Super. Prima. Prima. Jawohl. Prima. Super, Paul. Super, letzte Runde. Gleich geschafft.